Hallo und schön, dass ihr auch heute wieder bei Let's Play Armored Warfare dabei seid. Und heute will ich euch die Tier 6A, die 2S3 Akazia zeigen. Die wollte ich sogar vor kurzem schon mal hier bei mir auf den Kanal bringen. Und auch der Grund, warum ich jetzt noch nicht direkt ins Gefecht damit springe, sondern hier kurz anfange. Ich habe sie nämlich auch schon hochgeladen gehabt. Ich habe das Video hochgeladen gehabt. Aber peinlicherweise, ich habe die Tonspur von einem World of Tanks Video unter dieses Armored Warfare Video gelegt. Deswegen, nach einer Dreiviertelstunde des Nichtwissens habe ich es dann auch wieder auf privat gestellt bzw. gelöscht, weil es bringt natürlich keinem was. Also seht es mir nach, auch mir passieren ab und an mal Fehler, auch wenn der jetzt Gott sei Dank nicht so tragisch ist. Aber schade, die Runde war vom Verhältnis her ganz okay, aber das ist jetzt noch ein schöner Grund, diese Runde nochmal verbessern zu wollen. Also schauen wir uns zusammen nochmal die Arte hier jetzt an, springen ins Gefecht und diesmal mit dem richtigen Sound. Ich verspreche es. Also legen wir los. Und da sind wir also jetzt auch schon und haben eine Match gefunden. Karte Roughneck, 7, 6er und 5er. Die Karte an sich ist ganz brauchbar. Problem nur für uns als Arti, dass die Arti hier keine schöne Deckung hat. Es gibt ja doch viele andere Maps, wo man sich gut mal hinter irgendwas verstecken kann. Das geht hier nicht so einfach. Deswegen die Taktik hier für mich irgendwie so ein bisschen Gestrüpp oder sonstiges suchen und möglichst weit weg von der Gegner-Arti, sodass ich zumindest mal ins Fahren komme, bevor die andere Artis losschießen kann. In dem Fall ist es ja auf jeder Seite nur eine, also dementsprechend auch nur eine, auf die ich mich konzentrieren muss. Aber wie gesagt, ich will es der nicht zu leicht machen und dementsprechend möglichst weit weg davon. Ja, hier hinten dürfte sie irgendwo stehen, deswegen werden wir jetzt einfach mal hier ein bisschen was versuchen aufzudecken. Da ist es schon mal nicht. Naja. Egal. Genug der Arti-Suche. Sondern wir gehen jetzt auf die Gegner drauf. Aber auch hier unglaublich lange Wege. 4 Sekunden bis hier. Ah, okay, jetzt ist es offen. Da schieße ich noch einmal hier mein Leuchtgeschoss. Gibt es irgendeine Fachbezeichnung? Habe ich keine Ahnung. Oh, jetzt ist er weg. Ist ja ärgerlich. Aber gut. Naja, da hilft es nichts. Dann müssen wir jetzt mal uns darauf konzentrieren. Gibt es doch nicht. So, setzt sich in Bewegung. So, jetzt haben wir gut getroffen. Aber bewegen, bewegen, bewegen. Weil auch die hat jetzt natürlich den gleichen Vor-Nachteil wie wir. Dass sie natürlich jetzt uns als Ziel haben will. Ich würde die auch gern hier drüben rein supporten. Aber alles nicht so einfach. Weil auch hier so, na, ein leichter Hit, aber nichts wirklich Zwingendes. Und nochmal einen. So, wir aimen jetzt erstmal wieder hier rüber, weil die Gegnerarti zu countern ist nicht so einfach. Wobei hier in der Mitte würden sie auch Support brauchen. Da kommen wir gut hin. Da werde ich mich jetzt drauf konzentrieren. So. Schön die Schüsse mal losbekommen und wieder fahren, 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 fahren. Jetzt hat sie getroffen. So. Und jetzt, wir müssen uns bewegen. Es hilft alles nichts, aber auch nochmal ein Treffer.
Und jetzt werde ich hier versuchen, noch den 60 so ein bisschen zu supporten. So, und jetzt natürlich die Arti ordentlich auf mich eingeaimt. Aber ich muss da meinem Team helfen. Weil jetzt so schön das Arti-Jagen auch sein mag, aber wenn das Team in die Binsen geht, bringt es mir auch nichts. Und wir sehen, wir haben einmal geschossen und schon kommt die Arti, die Gegner-Arti und schießt auf uns. Deswegen laden wir jetzt nach und schießen danach auch nochmal auf die Arti. Die wartet jetzt mittlerweile immer, bis wir geschossen haben, um dann selber zu schießen. Ist für die super, für uns nicht so. So, jetzt haben wir hier mal schön supporten können. So, und sie zieht sich zurück. Aber jetzt haben wir sie einmal schön erwischt. Das war jetzt eine gute Rache. Und die macht jetzt einen Fehler. Sie konzentriert sich, glaube ich, zu stark auf uns. Sodass sie gar nicht mehr auf den Gegner sich konzentriert. Ah, da komme ich nicht drauf. Auf den Challenger, da sollte ich wiederum drauf kommen. Ja, jetzt hat sie nochmal geschossen. So, aber wie gesagt, orientiert sich so stark auf uns, das ist unglaublich. Ich glaube auch nicht, dass sie wirklich viel mehr am Spiel selber sonst zutut. Ja, weg ist sie. Das ist ganz wichtig für uns gewesen. Ganz, ganz wichtig. Arti ist raus. Wir haben unsere Ruhe. Sehr schön. So, jetzt wird eingeaimt in aller Ruhe. Und jetzt muss er nochmal aufgehen und dann können wir auch da schießen. So, und jetzt auf den Leo drauf. Immer schön her mit dem Damage. Gib ihn mir. Noch 4 Sekunden, dann habe ich nachgeladen. So. Und jetzt nochmal im Reload. Langsam gehen mir die Munition aus. Sehr schade darum, aber den Leo will ich noch weg. Ah, leider ein Lower Hit so. Noch 5 Schuss.
feindliche Basis wird eingenommen. Sehr angenehm das Ganze. Komm schon, triff. Nein. So, letzten zwei Schuss. Sind da jetzt noch am Start. Ziel identifizieren. Identifizieren. Ah, schade. Da war es dann leider um uns geschehen, aber ich glaube, sehr stark und sehr gut verkauft habe ich mich auf jeden Fall noch. Hier wird die Basis eingenommen, mal schauen, ob sie die auch einnehmen können. Sehr gut zerstört. Und jetzt nur noch der Centauro da am Leben gegen den T-72A. Der steht hier hinten, der sollte recht safe stehen und sobald er kommt, hat er zumindest den First Shot. Also in der Tendenz her sollte das funktionieren. Die Frage ist natürlich, es ist auch immer ein bisschen glücksabhängig, da brauchen wir nicht drüber reden. Eine Minute noch, dann ist das Ganze durchgekappt. Na, und da ist er. Und jetzt zieht er sich ein bisschen zurück, weil der kommt jetzt vielleicht von der Seite. Wird er aber hier mit der Gun Depression Probleme bekommen. Nicht so einfach seine Situation gerade. Weil er ist jetzt hier der Punkt, der ganz klar ist, wo er steht. Der Gegner hat jetzt hier ein bisschen mehr Vorteil. Jetzt ist er auf jeden Fall mal im Cap. Und jetzt hat er ihn hinten und fahrt ihn um. Und leider macht er da die Niederlage klar. Das hat er sehr gut gemacht. Schade, dass ich den nicht selber noch wegbekommen habe, den Centauro. Da hatte ich irgendwie so ein bisschen gedacht, könnte das Team schon machen. Aber man sieht, wenn man nicht die Kills macht, wird es halt auch gerne mal bestraft. Trotzdem, alles in allem, eine sehr gute Arti-Runde mit viel Arti-Cover, Arti-Deckung und ansonsten schönen Hits. Ich erinnere da an den Leo zum Beispiel, an diesen Doppelhit. Deswegen 3655 Schaden, ein Kill, 4 Assists. Im Team bin ich auf den XP auf Platz 3, im Schaden auf Platz 2 und es gab trotzdem 61.000 Credits raus. Ja, trotzdem, ich denke, es war eine schöne Arti-Runde, dementsprechend bin ich zufrieden. Hoffe, euch hat es gefallen, wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.